bin hier bei der Deutschen Flugsicherung. An meiner Seite ist Christa Allendorf. Frau Allendorf, vielleicht können Sie unseren Zuschauern ja mal kurz erklären, was die Aufgabe der Deutschen Flugsicherung oder auch im ganz Speziellen Ihre Aufgabe ist. Ja, meine spezielle Aufgabe ist, für den Sichtflug etwas Verantwortung zu tragen. Wir geben Informationen den Sichtflugpiloten über Verkehrsinformationen. Das heißt, wenn diesem Sichtflug ein Ziel entgegenkommt, was vielleicht ihm zu nahe kommt, geben wir ihm Verkehrsinformationen. Wir geben Informationen über aktuelle Schießgebiete oder Wetterinformationen, die die Kundschaft gerne hätte für den Zielflugplatz oder für das Streckenwetter, und können Durchflugfreigaben erwirken für geschützte Lufträume, wo ein Flug nach Sichtflug normalerweise nicht ohne Freigabe einfliegen darf. Das heißt, Sie kümmern sich selbst nicht um den Instrumentenflug, sondern nur um den Flug auf Sicht? Das ist richtig, und wir machen auch keine Staffelung. Das ist der ganz große und wichtige Unterschied zu dem IFA-Lotsen, der eben immer Staffelung zu erstellen und aufrechtzuerhalten hat. Wir geben nur Informationen oder Empfehlungen, wir staffeln nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen Piloten haben, der aus dem Ausland kommt mit seinem Ultraleichtflugzeug, wie kann er Sie ansprechen, welche Sprache kann er Sie ansprechen? Wie er das möchte, er kann in Englisch sprechen oder auch in Deutsch. Das ist uns egal, wir antworten in der Sprache, in der wir angesprochen werden. Und Sie geben ihm dann alle gewünschten Informationen weiter? Ja, das machen wir. Oder für den Zielflugplatz, wenn dann ein Sinkflug zum Beispiel eingeleitet werden muss und er vorher über einer gewissen Höhe geflogen ist, braucht man ja auch ein aktuelles QNH, um die Höhe abzugleichen. Solche Sachen gibt es bei uns auch. Wenn jemand Ihren Beruf ergreifen möchte, was kann er denn da im Einzelnen tun? Ja, sich bei der DFS, das ist die Deutsche Flugsicherung, bewerben und sich als IFA-Lotse bewerben. Wir sind alle in zweiter Funktion noch Flugdatenbearbeiter und werden aus der Flugdatenbearbeitung heraus rekrutiert, die FIS-Lotsen. Und man könnte dann sich in die Sparte vielleicht bringen. Muss der Kandidat irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Muss er zum Beispiel Pilot sein oder muss er nicht? Nein. Keine Flugerfahrung haben, nein. Die wenigsten von uns haben auch selber einen Flugschein, aber das Fluginteresse sollte natürlich vorhanden sein, denke ich mal. Und Sie arbeiten mit, das ist also Ihr Arbeitsumfeld, ja? Also Sie haben hier mehrere Bildschirme, sehe ich. Sie haben auch so kleine Kärtchen, das füllen Sie wahrscheinlich dann auch mit der Hand aus, ist das richtig, ja? Das ist korrekt. Also die Kundschaft, die bei uns ruft, die wird bei uns aufnotiert. Da wird auch zum Beispiel notiert, weil sie gefragt haben, in welcher Sprache antworten sie oder reden sie, in welcher Sprache die Kundschaft mit uns sprechen möchte. Und alle wichtigen Informationen werden hier aufgeschrieben und auch dann nachgeführt, entsprechend des Bildes, des Verkehrsbildes, was wir hier natürlich da auch aktuell dann haben. Das ist dann so eine Art doppelte Absicherung. Also Sie haben, die Information auf dem Bildschirm, aber Sie haben eben auch mal auf dem Papier. Wir führen es auch auf dem Papier nach, denn es könnte ja sein, dass ich jetzt just in dem Moment auch abgelöst werde und dann muss mein folgender Kollege ja auch wissen, um was es geht. Und da hat er eben hier ein aktuelles Verkehrsbild, was er dann mit diesem Bild abgleichen kann. Ach so. Na ja, klar, muss natürlich einen Überblick haben, ja, dass es dann auch kein Missverständnis kommt. Auch als Reminder für einen natürlich selber. Ne? Ja, okay. Gut, also ich danke Ihnen herzlich und viel Spaß weiterhin. So, tschüss.